Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paderborn Beziehungscoach. Hier ist mein neues Buch, holt euch. Lang lebe die Liebe für Beziehungen. Hat sich auch Amazon auch schon schön hochgearbeitet. Vielen Dank dafür. Auch schon paar schöne Bewertungen, also freue ich mich auch drüber. Kriegt ihr auch auf meiner Webseite. Auch diesmal mit zwei Kursen im Bundle. Ja, People Pleaser und Parkkurs. Gut, heute haben wir das freundliche Thema, wenn du dich auf jemanden einlässt, der ja letzten Endes ein chronischer Fremdkehr ist, ne? Was kommt dabei raus, ne? Ja, es wird, glaube ich, wieder so eine Variante von keine Dreiecke, aber wir schauen mal. Hallo Christian, ich weiblich wurde vor 2 Monaten verlassen, damit komme ich gar nicht klar. Unsere Geschichte hat vor 11 Jahren angefangen, das ist echt lang, er ist aktuell Anfang 50, ich bin Ende 30, wow, krass. Er kam aus einer Ehe und ich war in einer Beziehung mit einem Kind. Wir haben uns durch die Kinder kennengelernt, unsere Kinder gingen gemeinsam in den Kindergarten. Ich fand ihn vom ersten Tag an charismatisch, das ist ja schon, da weiß man schon immer, was bei rauskommt. Ich weiß nicht, sind alle charismatischen Leute so ein bisschen schwierig? Naja, nett und sehr anziehend. Ich machte zudem gerade eine Trennung von meinem, ja, also von dem Kindsvater durch. Also warst du ja schon mal Single, das ist ja schon mal gut. Wir tauschten Telefonnummern und telefonierten jeden Abend miteinander, wenn er nachts auf dem Heimweg war. Natürlich heimlich. Ich kann euch, also ich verstehe schon, dass es manchmal vielleicht einen kurzen, etwas ruppigen Übergang gibt, wenn man so warm wechselt oder so, wenn er sich jetzt auch trennen würde. Ja, Gott, das ist vielleicht auch alles nicht ideal, aber gut, so ist es dann. Aber hier machst du dich zu Geliebten von jemand anders und mir geht es gar nicht so um Moral oder so. Ich meine, das ist vielleicht nicht so das höchst, wie soll ich mal sagen, hat vielleicht nicht immer so eine ganz hohe Energie, aber ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Ich kann mir schon verstehen, wie man sowas reinrutscht und wenn man verknallt ist. Aber es ist halt, es führt halt zu Chaos, ne? In aller Regel so, ne? Und deswegen, also auch ohne Moral, sage ich immer, es ist keine gute Idee, ne? Es ist scheiße für ein Liebeschip und wie gesagt, das ist auch meine Hauptargumentation hier. Es ist natürlich, Fremdgehen liegt auch irgendwo im Menschsein und vielleicht denkt man sich auch nichts dabei oder denkt, er trennt sich oder naja, aber es kommt, ich kann euch da nur sagen, haltet euch fern von vergebenen Menschen so, ne? Das triggert massiv Liebessucht, ne? Nach circa 9 Monaten haben wir uns zum Treffen verabredet und es kam dann zum Bettsport. Na, das hätten wir jetzt aber nicht gedacht. Ich war zu diesem Zeitpunkt seine Geliebte. Ja, obviously. Kein guter Place to be. Also ich werde das immer wieder sagen. Ich sage das seit 7 Jahren. Lass das, ne? Mach das nicht. Aber gut, jetzt ist es natürlich so, wie es ist. Er erzählte mir, dass es auch weitere Geliebte gäbe. Ja, was willst du von jemand erwarten, der chronisch fremdgeht? Das ist ein chronischer Fremdgeher, ne? Müssen wir jetzt nicht bewerten. Ist auch nicht verboten. Ist ja erstaunlicherweise ist ja alles Mögliche verboten, aber kann man ja auch nicht, aber was willst du da erwarten? Er geht chronisch fremd. Von so einem Menschen kannst du meines Erachtens nach nichts erwarten, gar nichts. Ne? In der sich in seiner Ehe nicht mehr wohlfühlte, ja, das sagen sie immer alle wahrscheinlich. Weiß die Frau gar nichts davon, dass er sich nicht wohlfühlt und denkt, das ist alles normal. Ich wollte ihn unbedingt für mich haben und fing an, ihn sein Lieblingsessen zu kochen und so weiter. Verwöhnprogramm 110%. Was soll ich dazu sagen? Natürlich ist es in Ordnung, um jemand zu kämpfen, aber ich würde es nicht als Geliebte machen oder kämpfe um einen Single meinetwegen oder aber so jemand, der chronisch fremd geht, das kriegst du aus dem nicht raus. Das kriegst du hier nicht raus. Also wenn der nicht irgendwie eine Erleuchtung hat und ich weiß nicht, ihm erscheinen hier 3 Außerirdische zusammen, der wird ja nicht mit aufhören, ne? Das kannst du vergessen, ne? Nach langer Zeit trennt er sich schließlich von seiner Frau und zieht zu mir. Er sagt, dass ich die beste Option wäre, um aus der schlechten Ehe zu kommen. Na Gott, ich sag dazu mal nichts. Wir hatten die ersten 2 Jahre eine Zeit mit viel Sex und Unternehmung. Ab jetzt sagt er, ich wäre die Einzige, die ihn glücklich macht und er braucht keine anderen Frauen. Leider mochte er meine Tochter vom ersten Tag an nicht.
ja, wie kann man jemanden, das Kind von jemandem nicht mögen, wenn man den Menschen mag? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Er wollte immer auf Platz 1 gestellt werden. Ja, ist das eine gesunde Art, wie er da rangeht? Oder ist das ein bisschen egoman vielleicht? Ich sollte mich immer wieder emotional entscheiden. Jeder Streit wurde zu einer Zerreißprobe. Am Ende hat er mich dann nach circa einem Jahr Zusammenleben verlassen. Ja, aber das ist auch, er hat wahrscheinlich auch gemerkt, also wenn er nicht sowieso schon, ich meine, ich will mich da jetzt nicht antriggern, was anderes am Laufen hat, wollen wir uns mal nicht hoffen. Glaube ich nicht, dass das jemand ist, der langfristig monogame Beziehungen führen kann. Ne? Und das ist, wahrscheinlich ist jetzt schon wieder zu langweilig oder ich weiß nicht was. Und jetzt werden Gründe gesucht, ne? Werden Gründe gesucht, warum es natürlich, es liegt natürlich immer an dir wahrscheinlich, ne? Dann bist du die Irre, mit der man nicht klarkommt. Es hat mit dir jetzt eigentlich nichts zu tun, so außer die Frage, warum willst du unbedingt mit so jemandem zusammen sein, ne? Ich half ihm durch den Scheidungskrieg und half ihm bei allem, was ich konnte. Ja, das ist immer die Frage, ist das nicht auch People-Pleasing? Ist das nicht auch ein bisschen co-abhängig? Immer zu sagen, hey, wenn ich das und das mache, liebst du mich dann? Wenn ich das und das mache, liebst du mich dann? Wie gesagt, so ein Stück weit ist das ja okay in einer Beziehung, in einer funktionierenden Beziehung, aber so bettelst du eigentlich um, ich will gerne mal sagen, um Liebe, sondern um einfach um menschliches Verhalten irgendwie so bettelst. Das solltest du aber nicht, das sollte einem, wie gesagt, das kann mal sein, dass man in einer Beziehung mal eine blöde Phase hat, aber das, ich weiß nicht. So. Kam dann aber nach 3 Monaten wieder mit den Worten, er liebt mich und er kann nicht ohne mich. Ja, ich denke mal, dass er da wieder sein schwarzes Notizbuch durchgearbeitet hat. Sagen wir doch mal, wie es ist. Ich meine, ich habe die Welt nicht gemacht, ne? Und jetzt ist es Buch alle und jetzt kommt er wieder zu dir. Also, naja. Insgesamt hat er mich 4-mal verlassen und kam auch wieder zurück. Ja, on off, können wir eigentlich hier schon abhaken, die E-Mail, nicht kompatibel, wird nie wieder was. Aber gut, ich lese mal weiter. Es waren immer wieder kurze Aufphasen, aber nie wirklich eine andere Partnerin. Ja, du glaubst aber nicht, dass er jetzt keine Frau angeguckt hat oder angefasst hat in dieser Zeit. Das ist, glaube ich mal, keine Sekunde. Vor 2 Jahren habe ich Immobilie gekauft, meine Tochter ist ausgezogen. Jetzt dachte ich ja Neustadt mit dem Haus, er versprach mir, wenn er jetzt kommt, bleibt er auch bei Problemen. Ist das kriegst, was kriegst du aus Menschen nicht raus? Da kannst du im Eck springen, kannst dich 10-mal unoperieren lassen, kannst, weiß ich nicht, kannst Flipflop lernen, kannst dein Lieblingsessen kochen. Du kriegst das aus Menschen nicht raus, solange die nicht selber dran arbeiten wollen und das passiert. Selbst dann sollte man sagen, ja komm, arbeite du mal dran, ich mach mal weiter mit meinem Leben. Das kriegst du nicht raus. Das ist on-off. Also irgendwo passt ja auch nicht zusammen. Also das ist auch, meiner Ansicht nach, ist es auch kein Beziehungsmaterial. Also mit dem kannst du eine offene Beziehung haben oder Freundschaft plus oder ich weiß nicht was. Aber ihr müsst auch die Leute immer beurteilen nach der Handlung. Da kann dir sonst was erzählen. Ne? Aber ist auch, selbst wenn man jetzt gar nicht mal auf ihn guckt, könnt ihr immer sagen, on-off, wird nichts mehr, alles klar, abhaken, vorbei. Das nützt, bringt nichts, ne? So, aber das, wie gesagt, ist auch viel so ein Denken bei dir, aber es kommt bestimmt aus der Kindheit, oder kannst du prüfen, kommt es aus der Kindheit von, wenn ich das und das mache, dann werde ich geliebt, so, ne? So, wir hatten viel Ärger während der Bauphase, meine Nerven lagen blank, ich habe mich oft alleine gefühlt. Das wundert mich jetzt nicht. Er hat mich mal unterstützt bei einzelnen Bauarbeiten. Wir haben uns immer wieder wegen Banalitäten gestritten. Und dabei sagte er, wenn ich nicht aufhöre, ich vermute mal jetzt hier, weil du jetzt in Klammern schreibst, die Müll rausbringen, Einkauf, wenn du nicht aufhörst, dass er seinen Teil tun soll, vermute ich mal, was ja ganz normal ist, dann würde er mich verlassen. Ja, es ist. Ich glaube schon, dass er das, was du zu wenig hast, sich um dich drehen und die eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen, das hat er zu viel, aber so ist das immer, so sind diese Beziehungen immer, weil die immer auf Null sich addieren, das ist ja auch die Basis von meinem ganzen Liebeschip-Konzept. Und deswegen kann man das nur als Zeichen vom Universum nehmen, ich muss mich mehr um mich drehen, damit ich nicht mehr so Leute anziehe, die sich nur um sich drehen, ne? Er sagte, dass er komplett überfordert sei und er keinen Stress mehr kann. Auch seine Arbeit hat er nicht mehr ausführen können. Okay, ich schlug ihm vor, eine Reha zu machen, aber alles für ihn beantragt. Er fuhr zur Reha, also machst ja irgendwie alles, ist nichts, wenn du immer alles für deinen Partner machst, ne?
So, jetzt kommt wieder was ganz Interessantes. Das ist wirklich immer so. Das ist immer, immer, immer so. Ich lach mich scheckig, ey. So, was kommt jetzt? So, ihr könnt ja mal überlegen, was jetzt kommt. Das ist so typisch. Am Ende der Reha sagte ihm, die Psychologin hätte ihm gesagt, ich hätte ihn kaputt gemacht mit meinen Streitereien. Das ist immer so. Es sind immer die anderen schuld. Immer, 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 immer. Und immer hat der Psychologe zufällig gesagt, ja, dass du total scheiße bist, ne? So. Das kannst du auch nur wieder sehen, als dass wenn so deine Glaubenssätze, ihr könnt auch mal in Glaubenssätze kurz mal reingucken, bei mir gibt's ja auch, als wenn deine Glaubenssätze immer wieder zurückkommen, dass du denkst, du bist nicht in Ordnung und dann sagt dir jemand, du bist nicht in Ordnung, ne? Deswegen, du bist da die Lösung, glaube ich, dass du mehr an dich glaubst, dass du sagst, hey, ich bin eine geile Frau, ich bin cool, ich muss jemand hinterherlaufen, was irgend so ein scheiß Psychologe auf der Reha gesagt hat, sorry. Also ich wette, die hat das gar nicht gesagt, aber ist mir scheißegal, ich weiß, was ich wert bin. So, das wäre eine gute Haltung, ne? Also jetzt nichts gegen Psychologen, aber jetzt nur so, dass du dich darüber ärgerst, ne, sag ich mal. Und ich wette, sie hat es nicht gesagt. Und selbst wenn sie es gesagt hat, da hat er sich dahingestellt und hat gesagt, ich bin Mutter Teresa, ich habe nie in meinem Leben irgendwas gemacht, immer sind die bösen Frauen. Ich weiß, wie diese Leute sind, auch in der Beratung, ne? Mit mir ist alles in Ordnung. Immer treffe ich diese Frauen, die so schwierig sind. Und ja, aber das ist so typisch, wenn dann so Menschen mal so eine Beratung machen. Komischerweise kommt dann immer raus, dass sie gar nichts damit zu tun haben. Und der Psychologe hat gesagt, ja, das liegt ja alles an dir, ne? Ja. Aber das bringt dich nicht weiter. Warum? Die große Frage ist, warum willst du mit dem zusammen sein, ne? Alles andere ist eigentlich nur Nebelkerzen, Schall und Rauch, typischer Lernweg, den wir hier im Leben gehen, ist auch nicht schlimm. Ich habe auch so einen Scheiß durch und das und heilen von diesen Wunden, oder was heißt heilen? Also die sich diese Sachen angucken, wie das vielleicht entstanden ist, ne? Dass du immer meinst, du bist nur geliebt, wenn du nicht so anstrengst und so, ne? Das ist der Liebeschiffweg, sich daraus zu arbeiten, ne? Aber ist nicht schlimm, also man braucht auch ein bisschen, bis man das so gerafft hat, ne? So, er brauche Abstand. Dann schrieb er mir, wie groß unsere Liebe sei, mit ein bisschen Abstand. Ja, das ist Notizbuch wieder alle, ja. Eine Woche später kam er nach Hause, sehr abweisend, sagte mir, dass die Beziehung aus Selbstschutz nicht weiterführen kann. Da kannst du noch froh sein, dass du nicht noch mehr Ärger gekriegt hast, ey. Wirklich, das Selbstschutz, ey, sag mal, hackt's noch, ey. Und er will ausziehen. Ich kam aufgrund seines permanenten Handyverhaltens darauf, dass noch mehr ist. Ich sag ja, das wahrscheinlich, ich hoffe dir das überhaupt mal, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht unken, aber ich glaube, das ist jemand, der kann nicht langfristig monogam sein, das ist unmöglich. Braucht ständige Bestätigung, ne? Da kannst du nichts machen. Du kannst nur sagen, hey, sorry. Aber das, der ganze Start ist auch schon. Das heißt, ihr müsst diese Leute erkennen, die so aufmerksamkeitssüchtig sind, die werden nie richtig monogam sein, so, ne? Klar, ist, ein kleines bisschen ist menschlich, aber dieses ständige Chatten mit Leuten, kannst du nur sagen, komm, wir lassen es, oder du sagst, du, es hat eh keinen Zweck mit dir, komm, wir machen hier offene Beziehungen, nur noch safer Sex, habe ich das kannst du nichts mit tun, ne? So. Er gab zu, jemand in der Reha kennengelernt zu haben. Ach, das so. Ja, und er denkt sich garantiert jetzt, weil du so schlimm bist du natürlich, also in Anführungsstrichen, darf er jetzt jemand anders kennenlernen. Und die Psychologin ja, was sie wahrscheinlich nie getan hat, aber in seinem Weltbild gesagt hat, du bist die Böse, da kann er ja auch jemand kennenlernen. Ne? Und wie das nächste Zeitschick, ne? Und das nächste Zeitschick, und die wird er auch, das wird mit der genauso werden. Es ist einfach kein Boyfriend-Material. Sorry, was kann ich dazu sagen? Es ist auch okay, er ist so. Die Scheiße ist immer, wenn man das eine sagt und das andere tut, das reibt dann halt so auf. Ne? Also, dass sich das nervt, verstehe ich, weil der hat dich bestimmt auch gelovebombt und was weiß ich. Aber du kannst nur auf die Handlung gucken. Ah, ist nicht, sorry, ist nicht. Aber man kann das eigentlich auf 10 verschiedene Weisen aufziehen. Ihr könnt das aufziehen über Dreieck, aus dem Dreieck entstanden. Ihr könnt das aufziehen über On-Off-Beziehungen, nicht kompatibel. Ihr könnt das aufziehen über, er dreht sich nur um sich, man nimmt keine Verantwortung.
Du kannst es aufziehen, wie du willst. Kommt immer aufs Gleiche raus. Da wird nichts draus. Und warum bleibst du so lange da? Das ist auch nicht, dass du es hättest früher raffen müssen. Also das ist, kann leicht 10, 20 Jahre dauern, bis man das so richtig schnallt, wie man so tickt. Ist, wie gesagt, ist überhaupt nicht schlimm. So, ne? Du bist ja auch immer noch jung und alles. Aber dann einfach mal einsehen, warum mache ich das eigentlich? Weil das macht so, wenn man nicht so ein ähnliches Denken hat. Ich habe früher so einen Scheiß auch gemacht, aber dann, wenn man einmal raus ist, dann guckt man da drauf und denkt, warum solltest du das machen irgendwie, ne? Das bringt dir nichts, ne? Außer Kicks, außer Liebessucht, ne? So, das ist deine wahre Liebe, ja, ist klar, ja, logisch. Und jetzt mit ihr ein neues Leben aufbauen möchte, was auch nur wieder ein Jahr dauern wird, maximal, ne? Im Nachhinein habe ich herausgefunden, sie ist Mitte 20, ja, das ist immer der nächste Kick, sie konnte jetzt auch 55 sein, das spielt überhaupt keine Rolle, ne? Er hat nach meinen Drängen seine Sachen aus dem Haus geräumt und ist ihr zu ihr gegangen. Er schrieb mir die ganze Zeit per Handy, dass er für mich da ist. Ja, er möchte dich natürlich jetzt einordnen in sein schwarzes Notizbuch. Das lass mal schön, ne? Du sollst jetzt auch so ein Zeitschick sein, ne? Das daran siehst du ja schon, wie er tickt. Wirklich, ey. Deine Hilfe annehmen soll er, da er am besten weiß, was ich brauche. Ja, ist klar. Ich glaube, du brauchst jemanden, der treu ist. Weil es mir gerade schlecht geht und ich ein Teil von ihm bin. Oh Gott, ich übergebe mich hier gleich. Ey. Er schrieb mir, dass er mich über ein Jahr gewarnt hätte und ich mich nicht auf seine Bedürfnisse, weil ich mich nicht um seine Bedürfnisse gekümmert habe. Also das ist so dreist, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ne? Und jetzt tut es eine andere. Ja, also er will dich, das ist schon echt sehr manipulatives Verhalten, er will dich am Laufen halten. Gleichzeitig beschimpft er dich und beleidigt dich, ne? Und ist eigentlich schon wieder fremdgegangen. Es ist einfach ziemlich, ich finde es ein bisschen asozial, weiß nicht. Okay. Aber gut, was soll man dazu sagen? Ihr könnt die Welt eh nicht ändern, dann, wenn euch so jemand begegnet. Alles klar, brauche ich nicht. Das bringt auch nichts, dazu diskutieren. Weil jeder hat Fehler. Vielleicht hat man auch eigene Fehler, die man nicht sieht, ne? Deswegen bringt das ganze Diskutieren auch nichts. Ne? Das hast du ja auch schon alles gemacht. Sondern einfach, ja, du bist so, alles gut. Tschüss, ich kaufe dir jetzt deinen Koffer. Ne? So, ich fühle mich wie ein Hund ausgesetzt. Ja, er behandelt dich auch extrem schlecht, muss ich wirklich sagen. Ne? Er möchte, dass ich mich erhole und wir dann freundschaftlich weitermachen. Mit schönen Momenten. Es ist so fucking dreist. Es ist so dreist, ey, wirklich. Streich alles, wirklich löscht alles, blockieren überall, schmeiß, verbrenn alles, was du an Sachen, Fotos noch hast, alles löschen. Der Typ ist tot für dich ab jetzt, fertig. Ne? Das braucht kein Mensch, ne? Wirklich. Und dann auf null Kontakt gehen und dann wird es dir auch schnell besser gehen, wahrscheinlich, ne? So, er schrieb mir, dass es ganz ohne mich auch doof ist. Ich kann das alles nicht mehr, ey. Ich habe ihn jetzt blockiert, aber insgeheim hoffe ich jeden Abend, dass er sich entschuldigt und zurück nach Hause kommt. Seriously? Ich weiß, wenn man so Liebeskummer ist, denkt man so einen Scheiß, aber ganz ehrlich, guck mal in die Kommentare rein, wenn die alle zustimmen, dass du jeden Tag auf Knien dem Herrgott danken kannst, dass das vorbei ist. Ich stecke hier in einer Sackgasse, mein Freund und meine Familie sind gegen ihn. Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das wundert mich jetzt aber. Also, das gibt's doch gar nicht. Mit seinen Kindern hat er keinen Kontakt. Ja, also, wie kommt das denn? Und bei allem hat er keine Schuld. Ja, aber wo hat er denn die Schuld? Ja. Ja, insgesamt ist er aber auch ein bisschen instabil. Er war bei 20 Firmen und hat 87.000 Umzüge hinter sich. Ist er etwa bei den Firmen auch nicht klargekommen mit dieser Arbeit, mit dieser Art? Also, das hätte ich nicht gedacht. Mach die feinen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ich muss vom Sport scheu leben.